Hallo. Grüße Frau Renner. Hallo. Hallo, guten Tag. Schön, dass Sie Zeit haben. Gerne. Kommen Sie rein. Was machen Sie gerade? In jeder freien Minute meinen neuen Tablet-PC einrichten, damit für das Leben als Pfarrerin alles bereit ist. Was hat Sie in dieser Woche richtig glücklich gemacht? Dass die Goldschmiedin, die schon unsere Eheringe gemacht hat, mir für meine Konfirmationskette ein neues Kreuz gemacht hat. Und so wird sie jetzt meine Ordinationskette. Worüber haben Sie sich in dieser Woche wirklich geärgert? Dass ich einen Strafzettel gekriegt habe. Oh, wofür denn? Falsch parken. Sie sind ja Vikarin, also im letzten Ausbildungsabschnitt, um Pfarrerin zu werden. Welche Pfarreraufgabe machen Sie am liebsten? Singen. Also in der Gemeinde, mit den Kindern, alleine, im Auto, in der Tram, eigentlich immer. Tee? Sehr gerne. Dann setzen Sie sich doch. Ah, was haben Sie für einen Tee? Ingwertee. Ingwertee ist gut. Gut gegen Erkältung. Welche Tätigkeit fällt Ihnen am schwersten? Morgens früh aufstehen, weil die Schule schon um 8 anfängt. Was gelingt Ihnen richtig gut? Alles andere. Ingwertee. Ah ja, schmeckt nach Ingwer. Wunderbar, vielen Dank. Gerne. Was wollten Sie immer schon mal machen, haben sich aber bisher nicht getraut? In einem Musical vor richtig vielen Menschen singen und die Hauptrolle spielen. Wenn Sie sich nicht für den Beruf einer Pfarrerin entschieden hätten, was würden Sie machen? Ich wäre Musicaldarstellerin. Wann stehen Sie früh auf? Morgens, wenn es geht, nach 8. Was ist Ihre tägliche Routine, bevor Sie morgens aus dem Haus gehen? Aufstehen, das Handy checken, nach Mails, Facebook, Insta, WhatsApp, ins Bad gehen und Müsli machen. Beten Sie morgens? Nee, abends. Was beten Sie? Das bleibt zwischen Gott und mir. Der kann Geheimnisse gut für sich bewahren. Wo beten Sie? Im Bett. Was haben Sie heute gebetet? Es bleibt ein Geheimnis. Was gefällt Ihnen an Gott? Dass er mich liebt und immer da ist, auch wenn ich ihn nicht spüren kann. Was gefällt Ihnen überhaupt nicht an Gott? Dass er mir meine Fragen nicht immer so beantwortet, wie ich es gern hätte. Könnten Sie auch als Atheistin leben? Wäre ich dann Pfarrerin geworden? Wenn Sie heute Lehrerin wären, was würden Sie unterrichten? Musik als Glaubens- und Lebenshilfe. Was ist der beste Rat, den Sie jemals bekommen haben? Kennen Sie Born This Way von Lady Gaga? Nee. I'm beautiful in my way, 'cause God makes no mistakes. I'm on the right track, baby, I was born this way. Don't hide yourself and regret, just be yourself and you're set. I'm on the right track, baby, I was born this way. Hey, cool. Danke. Das heißt, be yourself. Das ist die Botschaft? Ja, so hat Gott dich gemacht. Welchen Rat würden Sie sich selbst geben, wenn Sie sich jetzt als 15-Jährige sprechen könnten? Genau diesen. Be yourself and you're on the right track, baby. Was trinken Sie am liebsten? Ingwertee morgens, mittags Cappuccino und abends Moskau-Mule. Kommen Sie doch mal mit in die Küche. Wenn wir jetzt zu McDonald's gehen würden, was würden Sie sich bestellen? Chicken McNuggets mit Sauersoße. Was muss auf jeden Fall immer in Ihrem Kühlschrank sein? Ostdeutscher Senf für Salatsoße, Milch für ein Cappuccino und Schinken. Darf ich mal sehen? Na klar. Milch? Was Senf, Sie? Milch? Schinken. Und wo ist der ostdeutsche Senf? Hier. Ah, der ist aber scharf. Nur der. Was gibt Ihnen Energie? Schlafen oder Cappuccino. Was raubt Ihnen Energie? 130 Spam-Mails am Tag löschen. Hier gibt es eine Angewohnheit, die Sie gerne loswerden würden. Immer 120% geben zu wollen. Was ist das beste Geschenk, was Sie jemals bekommen haben? Ein rotes Cabrio zum 18. Geburtstag. Der hieß übrigens Paul. Wir kommen schon allmählich zum Ende von den ganzen Fragen. Was ist das Verrückteste, was Sie jemals gemacht haben? Auf einer riesengroßen Schaukel im Talar quer durch die Lukaskirche schaukeln. Ich glaube, ich habe dein Videoclip gesehen. Kann gut sein. Was war das Spontanste, was Sie jemals gemacht haben? Meine Haare rot-orange färben. Passt aber nicht so gut zu Pink, hat zum Glück auch nicht so lange gehalten. Was muss auf jeden Fall immer in Ihrer Handtasche sein? Blisticks, Handy, Geldbeutel, Taschentücher. Und letzte Frage, was ist das eine Ziel, was Sie im Leben auf jeden Fall noch erreichen wollen? Jetzt erstmal die Ziellinie zur Ordination durchfahren. Dafür habe ich schließlich 10 Jahre lang die Ausbildung gemacht. Und dann mal schauen, wo Gott mich hinführt. Vielen Dank, Frau Renner. Danke. Super, danke für den Tee auch. Guten Heimweg. Ich fühle mich schon sehr gesund.